ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute eine Map, und zwar eine ganz besondere, und zwar heißt sie BR Solo 99 Bots AI Practic. Und zwar, um was geht es bei der Map? Ich habe die Map schon gespielt, ich finde sie richtig gut. Die ist besonders gut für Anfänger. Und der Name sagt schon, auf der Map gibt es 99 Bots. Und zwar ist es eine Solo-Runde nur mit Bots. Auf der aktuellsten Map. Mit tatsächlich allen Waffen, allen Gegenständen, die es in dieser Season gibt. Es gibt gratis XP für den Season Pass. Das ist tatsächlich auch ein Knackpunkt. Die Map ist aufgebaut, als wenn man eine Runde Solo spielt. Tatsächlich nur gegen Bots. Es gibt eine Lobby, es gibt den Bus. Es gibt alle möglichen Arten von Kisten. Es gibt auch die eidgebundenen Kisten. Es gibt auch den Boss auf der Map. Und die Map an sich ist tatsächlich was für komplette Anfänger. Aber auch schon für Fortgeschrittene, die einfach mal die Schnauze voll haben von so einer richtigen Schlacht auf der Map. Hier erstmal gar nicht lang schnacken, direkt Spiel starten. Da seht ihr es auch schon, Targetbot 1 ist beigetreten, bla bla. Ich habe die Map schon gespielt. Ich dachte mir so, ja komm, mach mal, bringe ich auf meinem YouTube-Channel. Man kann auf der Map auch bauen. Also es ist Solo im Baumodus, was mich tatsächlich nicht stört. Die Bots bauen auch, die schießen zurück, die kämpfen. Sind allerdings nicht so gut wie richtige Spieler. Hier sehen wir es, die komplette Map ist da. Den Sturm gibt es tatsächlich auch. Also man wird nicht dazu kommen, 99 Bots zu killen. Die killen sich im Übrigen auch gegenseitig. Und ich würde sagen, wir springen tatsächlich mal hier raus, fliegen zur Tanke. Und dann schauen wir uns die Map einfach mal so richtig an, beziehungsweise einfach so das Gameplay von der Map. Denn ich muss sagen, die Map, also ich feiere die. Das ist eine Abwechslung zu den ganzen anderen Maps, die ich immer aufnehme und bringe und. Nice. Graue Pistole, damit werde ich auch gegen Bots nicht überleben. Aufgaben kann man hier tatsächlich nicht erfüllen. Was allerdings, ja, nicht das große Problem ist. Anstatt Gold gibt es Münzen, wie ihr gerade gesehen habt. Ist aber auch nicht das Problem. Für was die Münzen da sind, weiß ich bis heute noch nicht. Hier sehen wir es, der Hammer ist zum Beispiel da. Wir haben es vorhin auch auf dem Dach gesehen. Der Adler ist da. Und ich höre hier noch eine Kiste, die gönnen wir uns. Wow. Schlüssel gibt's auch. Wow, warte mal, was ist das? Nee, hör mal auf. Hier, Brecher. Was? Wo kamen die denn auf einmal her? Okay, das habe ich tatsächlich in meiner ersten Runde nicht gewusst. Hier haben wir den Heavy Sniper, die nehmen wir mit. Ihr seht es auch, es gibt XP fürs Öffnen der Kisten. Für alles Mögliche halt.
Und das ist richtig, richtig geil, muss ich sagen. Und ich höre tatsächlich auch schon das erste Geballer. Ah, gibt's hier Schild aus? Das wäre geil. Natürlich nicht. So, die Zone ist tatsächlich immer da, wo ihr gelandet seid. Hier gibt's auch dieses Schild. Den brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen tatsächlich eine Runde fighten. In der Stadt wird gefightet. Da haben wir den ersten Bot erledigt. XPs gibt es hier tatsächlich en masse. Also je mehr ihr tötet, desto besser. Ihr seht es dort auch, da wurde gerade gebaut. Ja, mein Aim ist für den Arsch. Der war weg. Der auch. Der auch. LOL. Okay. Aber ihr seht, die Map ist tatsächlich was für Anfänger. Ich kann ja auch ohne Schild durch die Gegend rennen. Alles Chili-Milli. Die Map ist wirklich besonders gut zum Üben für Anfänger gedacht. Bauen muss ich nicht unbedingt. Wow. Wo ist er? Ha, da war er. So. Die gönnen wir uns auch noch. Ihr habt das gesehen, da ist der Adler, den Hammer haben wir mittlerweile. Und ja, also ich weiß gar nicht, was ich alles zur Map sagen soll. Man weiß ja alles, wenn man Solo gespielt hat. Aufgaben kann man hier leider keine erfüllen, außer halt so die Standardaufgaben wie verdiene so und so viel XP auf Map von Creatorn. Aber an sich die Map, ich feiere die, ist es geil, die ist geil. Die ist tatsächlich auch was für meinen Sohnemann, der ja nicht gerade der Beste im Solo, Duo, Trio ist. Der kann hier schön üben für sich. What the fuck, der war kaputt. Der wollte an die Kiste. Und hier empfiehlt es sich tatsächlich, die Kisten immer schön zu öffnen für die XP. Es sind nicht viel XP, aber besser als nix. Ich höre noch eine Kiste. So, was haben wir denn hier? 217 XP pro Kiste. 217 pro Munitionskiste. Hier war einer drinnen. Nee. Also tatsächlich, es lohnt sich hier die Kisten richtig zu öffnen. Ach, ist da drinnen der Minischlüssel. Okay. So, und jetzt muss man halt ja, weitere Bots suchen, würde ich sagen. Bis wir den epischen haben. Und der ist hier tatsächlich sehr leicht zu holen. Also es ist wirklich eine Standard-Map für Anfänger. Hier kann man sich schön mit den Waffen austoben, um zu gucken, welche Waffe passt besser zu einem. Wo ist denn die Map hier? Hier bei Brutal Bastion ist tatsächlich auch der Boss. Und da muss ich sagen, als ich den Boss das allererste Mal begegnet bin, ich habe die Map insgesamt zweimal gespielt. Einmal habe ich tatsächlich den epischen geholt, aber ist ja kein Wunder. Und einmal bin ich gestorben am Boss. Der Boss ist nämlich 1:1 kopiert worden. Und der ist gar nicht so leicht, wie man denkt, hier auf der Map. Der ist gar nicht so leicht auf der Map. Also der hat es tatsächlich hier in sich.
Und ja, mehr kann ich tatsächlich eigentlich gar nicht dazu sagen. Also ihr müsst die Map tatsächlich selber spielen, um herauszufinden, lohnt sich's für euch, die Map ein paar Mal zu spielen oder nicht. Ich tatsächlich spiele sie öfters, werde sie auch öfter spielen, weil ich spiele hauptsächlich nur Deathrun Maps. Und das ist tatsächlich mal so eine Abwechslung, nebenbei noch ein paar gratis XP zu verdienen. Warum nicht? So, 19 Bots leben noch, also 18 mit mir 19. Ich bin aber leider kein Bot. Halt so. Und sie sehen, es ist halt wirklich total chillig auf der Map. Also ich bin ja nicht so der Bautyp. Ich spiele, wenn ich mal Solo spiele oder mit meinen Kindern zusammen, immer null bauen. Und hier lohnt es sich für mich tatsächlich nicht, den Baumodus zu nutzen, denn ihr seht ja, die Bots, die kann man easy wegholen. Aber ihr könnt hier tatsächlich auch selber jetzt zum Beispiel üben, indem ihr euch hier einfach so eine Schutzwand aufbaut. Das ist ja alles nicht das Problem. Es gibt auch, wie ihr seht, einfach mal so random XP. Was liegt hier rum? Hier liegen ein paar Bottles rum. Nice. Wow, Ike, das war der beste Schuss ever. Und das gegen einen Bot. Mann, Mann, Mann. Also ihr seht, es ist wirklich was für blutige Anfänger, die jetzt erst mit Fortnite angefangen haben oder Fortnite schon ein bisschen länger spielen. Fahrzeuge gibt es auch, wie ihr seht. Wie gesagt, die Aufgaben kann man hier damit leider auf der Map nicht erfüllen, aber das ist auch nicht das Problem. Einfach jetzt hier so ein bisschen rumdrüsen, die nächsten. Oh, was hat denn der gemacht? Ich glaube, das Moped war kaputt. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll zur Map. Tierchen gibt's auch, wie ihr seht. Total chillig. Jetzt auf einer Wildsau hier reiten. Die anderen Bots, wo man Gegenstände kaufen kann, wo, ja, wie soll ich das erklären? Wo man Gegenstände kaufen kann, Bots, die man sich zu eigen machen kann. Die gibt's hier leider nicht. Ihr habt es gesehen, die benutzen tatsächlich auch den Hammer. Also, woher? Läuft. Da war ich gerade tatsächlich ein bisschen selber überrascht, dass der noch einen Hammer zuschlägt. Ja, die ist halt wirklich einfach komplett was für Anfänger, die Map. What the fuck? Jetzt bin ich aber auch gesingelt hier. Also, mein Aim ist schon Arsch, wie man sieht. Ich höre den nächsten Hammer-Tipsy.
Ah, das hätte ein schöner Headshot werden können. Komm, Snack Moins. So. Ah, noch 6 Leben. Wo denn? Die Münze möchte ich gern haben. Ich weiß immer noch nicht, für was die Münzen sind. Man kann sich eben nichts kaufen. Ach klar, die Verkaufsautomaten gibt's doch. Die gibt's ja hier. Jetzt weiß ich, für was wir die Münzen brauchen. Könnt ihr mal sehen, mitten in der Aufnahme finde ich das heraus. Das ist richtig geil. Jetzt habe ich eine Wildsau hinter mir mitrennen. Das ist eigentlich nicht so gut. Wollte ich nicht haben. Jetzt muss ich mal gucken, finden wir hier so einen Verkaufsautomaten? Nur eine Kiste. Kistentechnisch, es gibt die Eidgebundenen, es gibt die Standardkisten, die habt ihr jetzt schon gesehen. Es gibt die Eidgebundenen Kisten. Es gibt die epischen Kisten. Gibt es sonst noch Kisten? Ich glaube nicht, halt die mit den Schlössern, wo man den Schlüssel braucht. Aber das war's tatsächlich. Und ihr seht, es fühlt sich halt an wie eine richtige Solo-Runde. Aber nur mit Bots. Also man könnte davon ausgehen, es ist eine reine Bot-Lobby, auf der man hier spielt. Und ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr wirklich mal Abwechslung von den normalen Lobbys wollt. Was ich tatsächlich gut finde, dass man die Aufgaben hier nicht erfüllen kann, sonst könnte man hier nur noch diese Map spielen. Was ich gut finde, dass es tatsächlich XP gibt. Dass sogar die Kisten aus der Luft kommen, was ich noch nicht gesehen habe. Ob es hier den Smash und so weiter gibt. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen und gefunden irgendwie. Ist aber halt auch nicht wirklich das Problem, weil man kann auch ohne diese Kack-Smash-Attacke spielen. Okay, hier erfordert es irgendwas. So, 3 Bots leben noch. Ja, da oben ist so ein Airdrop. Zwei Bots leben noch. Man kann auch seine Waffen upgraden, wie man hier sieht. Aber das habt ihr, glaube ich, vorhin schon gesehen. Wo wir hier gelandet sind. Ja, wo sind denn die zwei Bots? Also Sniper schön und gut, aber ich muss sie nicht unbedingt haben. Die DMR ist da bei weitem besser für mich. Wo sind die zwei letzten Bots, wenn ich das fragen darf? Ach, ist nur noch einer? Okay, kann es sein? Das weiß ich halt tatsächlich gerade nicht. Die Bots können im Sturm sterben, das weiß ich. Dass die Bots einfach so random sterben, wenn die eine gewisse Zeit keine Aktion gebracht haben. Das weiß ich tatsächlich alles noch nicht von der Map. Wie gesagt, das ist das dritte Mal, dass ich jetzt die Map spiele. Und da dachte ich mir einfach mal, scheiß drauf, ich nehme sie für euch auf.
Denn, ja, warum sollte ich die nicht für euch aufnehmen? Die hat es verdient, aufgenommen zu werden, weil es mal was anderes ist als diese Standard-Death-Run-Maps. Aber mich wundert das hier gerade. Dass der Bot nirgendwo ist. Der wird bestimmt gleich sterben. Der wird irgendwo im Sturm festhängen. Da unten! Au. Alter! Das war jetzt aber ein knapper Sieg. Nein, Kappa. Ja, ihr habt es gesehen, man kann den epischen hier ganz leicht holen. Die EP, die hier angezeigt werden, ich weiß gar nicht, stimmt die überein? Müssen wir jetzt gleich mal gucken, ne? Ne, die stimmen nicht überein. Okay. Ich habe bloß knapp 16.000 jetzt bekommen für den epischen. Ja, was soll ich sagen? Also, für blutige Anfänger ist die Map sehr gut geeignet, um mal ins Spielsystem zu kommen. Die XP sind komplett ausreichend verteilt. Die Bots, je nachdem wie man es auslegt, für Noobs sind sie vielleicht so mittelschwer. Für Profis und Hardcore-Gamer sind sie natürlich Chilli-Milli. Ja, also waffentechnisch, barbarmäßig, dass es alles gibt. Selbst diese komische Waffe da von keine Ahnung welcher Season das war. Kistentechnisch, wir haben jetzt tatsächlich nur Munitionskisten und normale Kisten gesehen, aber es gibt tatsächlich auch die eidgebundenen und epische Kisten. Waffentechnisch habt ihr auch gesehen, grün, blau, gold, alles mögliche an Farben gibt's. Gold gibt's nicht, dafür gibt's Münzen, wo man sich an den Automaten was holt. Ja, also von mir kriegt die Map tatsächlich einen fetten Daumen nach oben. Mapcode findet ihr wie immer bei mir in der Videobeschreibung. Ich kann ihn euch aber hier auch mal ganz kurz einblenden. Hier steht es auch, Übungsmap ist total chillig. Also spielt die Map, unterstützt den Creator und yo, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Kommentare und ansonsten ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Wachsen.